Was? Nein. Nein, ist erstmal ein vierter Ring, glaube ich, oder? Egal, das kann ich ja. Absolut. Au. Oh, das zur Seite fallen, dass mir dann Schrank steht. Hola, amigos. Ja, es wird jetzt Standard, dass ich ein Weinglas in der Hand halte, obwohl ich keinen Alkohol trinke. Die meisten von uns hatten schon ein Date und die wissen, dass beim ersten Date so einiges schieflaufen kann. Das Gute ist, es gibt keine bestimmten Regeln beim Daten, die man einhalten muss. Aber es gibt einige Sachen, die man nicht tun und sagen sollte. Was hast du gesagt? Nee, es ist mein vierter Drink. Hab ich voll. Ich date momentan so einen anderen Kerl. Nichts Ernstes, keine Sorge. Aber es hat sich herausgestellt, dass er homosexuell ist und nach einem Freund sucht. Bist du dir eigentlich sicher, dass du auf Frauen stehst? Ich meine, ihr würdet so ein süßes Paar abgeben. Ich könnte euch verkuppeln. Ich möchte einmal den Döner mit Zwiebeln und Knoblauch. Aber Zwiebeln und Knoblauch bitte so dreimal so viel wie normal, okay? Super, danke schön. Ich liebe Zwiebeln und Knoblauch. Was ich vom Beruf werden will? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Eigentlich will ich auch einen reichen Mann, der mich versorgt. Was verdienst du eigentlich? Na, ich wurde von allen Männern nur verarscht. Ich hasse Männer. Wirklich alle Männer. Ich will lieber Single bleiben. Ja, und eigentlich habe ich mich mit dir auch nur getroffen, weil du so genervt hast. Ja. Natürlich höre ich dir zu. Ich bin nämlich unfreundlich. Ich habe 4 Katzen. Willst du Fotos von ihnen sehen? Ich will eigentlich 12 Katzen haben oder am liebsten noch mehr. Ich brauche eigentlich nichts außer Katzen. Magst du Katzen? Ich brauche nur eine Sekunde, versprochen. Hi. Was ich gerade mache? Eigentlich nichts. Hier, komm doch einfach rüber ins Café. Ne, bin allein da. Okay, in 5 Minuten. Supi, bis gleich. Tschüss. Sorry. Das Date lief wirklich super. Du bist so toll. Sag mal, hast du da was gegen, wenn wir unseren Facebook-Status auf Es ist kompliziert ändern? Also bevor wir das Date so offiziell beginnen, ich muss wissen, wie Männer küssen können. Weil sonst weiß ich ja gar nicht, ob sich das Date überhaupt lohnt. Also... Thomas, du alte Sau, na, wie geht's dir? Ja, mir geht's super und dir? Ja, cool. Ey, ach Quatsch, ey, wie das geht, kann man nicht sein. Also ich will heiraten, so mit Traumhochzeit und Schloss und Kutsche mit weißen Pferden und überall Rosen. Das wäre so schön. Und mit spätestens 22. Also haben wir noch so 2,5 Monate. If you like it, then you should put a ring on it. If you like it, then you should put a ring on it. Ach ja, ich habe vergessen, dir zu sagen, dass meine Mama gleich noch kommt. Die macht sich immer solche Sorgen, wenn ich fremde Männer treffe. Aber das ist doch okay mit dir, oder? Oh, da ist sie schon. Hallo, Mama! Also ich gebe ja jedem einen Spitznamen. Und du siehst ein bisschen aus wie ein... Cupcake, weil du so zuckersüß bist. Oh, das Date war so super. Sag mal, was machst du eigentlich die nächsten Tage? Ja, weil ich will jede freie Minute mit dir verbringen. Du bist so toll. Sag mal, wie wäre es, wenn wir einfach gleich zu mir fahren? Ich hole einfach ein paar meiner Sachen, so meine Klamotten, ein bisschen Deko und sowas. Und dann fahren wir zu dir. Ich könnte ein paar Tage bei dir verbringen. Oder ein paar Wochen. Oh, meine letzte Beziehung ist erst eine Woche her. Das war so schmerzhaft. Warum habt ihr denn Schluss gemacht? Total doof. Er hat eine einstweilige Verfügung gegen mich erklagt. Ich darf ihm nicht mehr als 100 Meter kommen. Voll doof. Naja, aber manchmal beobachte ich ihn aus dem Baum neben seinem Haus. Ach, er sieht so gut aus, wenn er duscht. Oh, dieses Sixpack. Das Date hier ist übrigens eine Wette. Ich krieg 20 Euro. Ach ja, im Übrigen. Mein Ex-Freund versucht, alle neuen Männer von mir umzubringen. Aber mach dir keine Sorgen. Er sitzt momentan im Knast. Also noch so für 2 Wochen. Also meine beste Freundin meinte, dass du übrigens der hübscheste von meinen Beziehungen bist. Also, von meinen Freunden, nicht von meinen Beziehungen, das wäre ja... Ja. Du siehst irgendwie ganz anders aus als auf deinem Profilbild. Naja, wir nutzen ja alle Photoshop, ne? Ich liebe dich.
Ich hoffe, ihr habt nicht zu viele von diesen Fehlern beim ersten Date gemacht. Den mit der Katze. Ich habe 4 Katzen. Willst du Fotos von ihnen sehen? Ich will nicht 12 Katzen haben oder am liebsten noch mehr. Ich brauche eigentlich nichts außer Katzen. Magst du Katzen? Hab ich zu 100% gemacht. Autsch. Aber wer meine Katzen nicht liebt, der liebt auch nicht mich. Schreibt ihr mir unbedingt mal Dinge auf, die man beim ersten Date nicht sagen oder tun sollte. Ab in die Kommentare. Jetzt sind wir schon in der wunderschönen Endcard mit meiner Katze. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Und falls ihr nicht genug von mir kriegen könnt, tun wir jetzt einfach mal so, als würde irgendjemand hier gerade noch zuschauen. Dann könnt ihr das letzte Video von mir anschauen. Und wenn ihr gerade wirklich noch zuschaut, dann schreibt mal Hashtag bin noch dabei in die Kommentare. Würde mich ja mal interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, adios amigos. Oh, ich war schon immer richtig super im Balancieren, warte. Tada! Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ich hab eine total besondere Fähigkeit. Ja? Ich kann das Glas zum Singen bringen. Hör zu. Ah, ich kann sogar mitsingen. Hm. Toll, ne?